Herzlich willkommen auf Burg Landskron bei herrlichstem Sonnenschein hier hoch über Villach im wunderschönen Kärntnerland. Ich darf Sie als Falkner der Burg Landskron recht herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Franz Schüttelkopf und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt gleich ein bisschen genauer an. Wir sind hier auf der Burg Landskron. Im Mittelalter war die Burg Landskron eine der bedeutendsten Wehrburgen. Sie hat dann viele Besitzerwechsel durchgemacht. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts vom Ökonomierat Hans Marisch wieder wachgeküsst. Schon im Jahr 1977 ist uns gemeinsam mit dem jetzigen Kompagnon Michael Holzfeind bei einem Schulausflug die Burg als Standort für Greifvögel aufgefallen. Ja, wir sind die Burg heraufgewandert mit der Schulklasse und als wir über die Burgmauer hinausgeschaut haben, ist unten plötzlich ein wilder Habicht vorbeigestrichen. Und das war für uns ein ganz faszinierender und fesselnder Anblick. In mir haben Greifvögel und Eulen schon von Kindesalter an eine Faszination geweckt. Ich war da in Bodensdorf am Falkenhof und habe da von den Falken sehr viel lernen dürfen. Und für mich war es dann selbstverständlich, dass ich samstags nach der Schule von Villach nach Bodensdorf gejoggt bin, um eben mitten unter den Falken zu sein und um von ihnen weiterhin diese Zunft der Falknerei vermittelt zu bekommen. Als ursprüngliches Areal für unsere Adlerarena wurde uns im Jahr 1982 der Nordhang des Burghügels zur Verfügung gestellt. Das war damals, man muss sich vorstellen, das war damals alles stark bewachsen. Ja, und der Michael Holzfeind und ich, wir haben da mit Sensen, Krampen, Schaufeln und Spaten die Hand angelegt. Unsere Volieren, die haben seinerzeit ganz am Anfang in einer ausgedienten alten Lehmkegelbahn ihren Platz gefunden. Das sehen wir da, die Überreste noch im Hintergrund. Ja, uns Falknern hier auf Burg Landskron war es immer schon eine Herzensangelegenheit, Wissen über Greifvögel und Eulen zu vermitteln. Am Anfang haben natürlich nicht viele an dieses Projekt geglaubt. Wir haben Freunde und Bekannte eingeladen, uns freiwillig zu helfen, um dieses Projekt umzusetzen. Ja, und mittlerweile ist es zu einem der schönsten Ausflugsziele Kärntens und natürlich auch sehr besucherintensiven Zielen herangewachsen. Durst und Hunger kann man bei uns ebenfalls stillen. Burgbistro, Burgrestaurant, herrliche Panoramaterrasse stehen zur Verfügung und laden ein zum Verweilen. Jetzt sind wir am höchsten Punkt der Burg angekommen, am Eingang in die Adlerarena. Ja, unsere Volieren, die haben zum Beispiel an der Vorderseite, wo die Besucher unterwegs sind, keine Tür. Das heißt, der Vogel fühlt sich immer sicher. Er weiß, von der Seite kann nichts passieren. Deswegen kann da passieren, was möchte. Das heißt, da können Kinder spülen, da können Rollstühle fahren, da kann man Schirme aufspannen. Alles kann man machen. Den Vogel stört es überhaupt nicht. Hallo Max. Der Max, unser Methusalem, ein Kolkrabe, der ist heuer 40 Jahre alt geworden. Auch bei unseren Steppenadlern gibt es heuer wieder Nachwuchs. Allerdings die Küken, zwei an der Zahl, die sind noch so klein, dass sie nicht über den Horstrand herausschauen. Ein Geschwistervogel vom letzten Jahr ist allerdings schon so toll entwickelt, dass er bereits bei den Vorführungen mitmachen kann. So, auf geht's zur Vorführung. Jetzt darf gleich starten. Unsere gefiederten Stars haben auch alle einen Namen, und zwar ist das die Heidi. Da haben wir jetzt einen unserer Stars der Show, den Rasputin, einen sibirischen Uhu. Ist im Norden zu Hause, wo es im Sommer fast durchgehend hell ist. Die Schmutzgeier, die lernen, Eier zu knacken. Reife Aktion, dass er kombinieren kann. Er braucht Werkzeug, um etwas zu knacken. Wirklich intelligente Tiere. Jetzt haben es die Adlerarena am Video kennengelernt. Ich hoffe, Sie haben Lust auf mehr und schauen bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.